Hey, herzlich willkommen. Wir sind hier bei Schubert Motorsport. Schubert Motorsport kommt aus Oschersleben. Neben der Rennstrecke ist die Firma. Ich als Fahrer fahre schon seit 12 Jahren bei Schubert Motorsport und ich zeige Ihnen jetzt mal unser Einsatzgerät, der BMW Z4 GT3. Wir sehen hier vorne, die Motorhaube ist gerade weg. Angetrieben wird das Ganze von einem V8, 4,4 Liter Motor, Leistung ca. 520 PS. Das, was man alles hier in dem vorderen Bereich sieht, dient der Kühlung, der Luft, also der Kühlung, Wasserkühlung, Ölkühler. Und dann geht es hier in der Mitte, das Ganze führt die Luft zum Motor. Und je nach Balance of Performance hier beim ADAC GT Masters ist dieser Restriktor kleiner oder größer. Also den sieht man hier drin. Dann gehen wir einfach weiter ums Auto rum. Ja, hier sehen wir mal die gigantische Bremsanlage von so einem GT3. Dimensionen dahingehend. Da wird schon was bewegt bei der Leistung. Und dann können wir hier mal den Fahrerarbeitsplatz uns anschauen. Ja, ist nicht viel drin jetzt. Im Moment ist Gewicht, weil das Auto vermessen wird. Deshalb legt man einfach hier in den Sitz jetzt Sandsäcke, wo das Fahrergewicht simuliert wird. Zum Lenkrad selber, das ist unser Kommandostand, das Lenkrad. Wir haben rechts und links Pedals zum Schalten, hoch und runter schalten. Dann haben wir noch weitere Knöpfe am Lenkrad, das heißt wie Licht, Blinker, Funk. Das ganze Scheibenwischer, den brauchten wir gestern mal. Alles das können wir von unserem Lenkrad aus bedienen. Also können theoretisch den ganzen Turn zwei Hände am Lenkrad haben und brauchen nichts anderes als zu lenken und zu schalten mit unserem Lenkrad. Dann gehen wir weiter in den hinteren Bereich. Haben wir einen sehr großen Flügel hier. Das macht es auch eigentlich aus. Der BMW Z4 ist von der Aerodynamik her ein sehr gutes Auto, also lebt in dem Bereich der schnellen Kurven. Dahingehend, manche Konkurrenzfabrikate haben da unterschiedliche Konzepte, aber unser Auto ist in mittelschnellen und schnellen Kurven sehr, sehr stark durch ein gutes Aerodynamikpaket, ein gutes Zusammenspiel zwischen Vorderachse und Hinterachse. Ansonsten ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Zwei Auspuffrohre haben wir hier hinten noch. Und dann können wir noch mal in der Beifahrerseite ins Auto schauen, wo man dann auch hier die Gewichtskiste sieht. Das auch, je nachdem, wie viel Balance of Performance Gewicht kommt oder wenn man jetzt wie gestern Zweiter geworden ist, kommen auch noch mal 20 Kilo fürs nächste Rennen in diese Kiste rein. Das sieht man hier. Ansonsten haben wir in dem vorderen Bereich elektronische Geräte für den Motor. Wir haben eine Ansteuerung für die Schaltwippen und wir haben ein ABS hier verlegt im vorderen Bereich. Im hinteren Bereich vom Auto ist dann der Tank angesiedelt. Dahingehend fährt er immer auf der Beifahrerseite mit. Der BMW Z4 ist nicht das klassische Einsteigermodell, sage ich mal so. Also der junge Fahrer, der beste Weg ist über den Formelsport. Also ADAC Formel 4 ist natürlich der beste Einstieg vom Kartsport in den Formel. Und dann mal schauen, wie weit man im Formelsport sich hocharbeitet. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann vielleicht vom Formelsport in den GT-Sport, in den Tourenwagensport kommt. Und dann sollte man den Schritt in den GT reinmachen und die erste Testfahrt im GT. Aber als Einsteigerauto ist es sicherlich zu stark, das Auto, und auch zu gefährlich. Es kommt natürlich darauf an, sind die Autos vorhanden, muss man die Autos dazu kaufen. Ein GT-Fahrzeug kostet so 350.000 bis 400.000 Euro. Und die Einsatzkosten, denke ich, belaufen sich in einem Jahr so um die 400.000 Euro. Je nachdem natürlich auch, wie viel man testen geht und nicht testen geht. Also da kommt schon eine ganze Menge Geld zusammen in einer Saison. So generell vom Betreuen vom Auto am Rennplatz selber. Zwei Mechaniker betreuen das Auto hier. Dahingehend gibt es dann noch einen Ingenieur natürlich, der mit mir kommuniziert immer. Einen Zuständigen für die Reifen. Und ja, das ist eigentlich dieses Team, also Reifen, zwei Mechaniker, Ingenieur. Dieses Zusammenspiel an der Strecke bedeutet insgesamt pflegen und hegen das Auto zwei Personen und das ganze Strategische im Hintergrund nochmal zwei Personen.
Dann kommt natürlich der Teammanager dazu, der Teamchef dazu. In der Hospitality müssen Leute sein, dass wir auch gut essen und trinken können. Dahingehend, vor Ort sind wir circa mit 20 Personen an so einem Rennwochenende.